Leute, weiter geht's, das Zauberlicht. Würde ich hier jede Menge Spaß haben. Warum? Erstens, weil ich das hier nochmal nachgespielt habe. Damit war ich mit der auch noch nicht so viel war. Und zweitens, weil ich jetzt das alles nochmal nachsprechen darf, aus welchem Grund auch immer, die Aufnahme nicht hingehauen hat. Yippie-juhu. Das wird ein Spaß. Besonders hier mit den Kolobi-Kügelchen. Die meinen, sie müssten tierische Nerven geben. Ja, das tut man nicht alles, um die Welt zu retten. Was für ein dankbarer Job, aber jemand muss das tun. Und wir haben diesmal wieder befreit. Maria ist befreit in der Tulpe. Ja, oder am anderen Ende der Schlucht ist. Und an Mauer, warum auch immer. Warum waren Tulpen nicht erwachsen? Aber sind Tulpen eigentlich auch Wildpflanzen? Ja, was heißt hier Wildpflanzen gewesen? Ne? Obwohl, ich habe schon öfters gesehen, dass Tulpen wirklich wie Unkraut wachsen können. Oh, guck mal. Frosch. Ja, Frosch. Meine Frischköppe. Oder Froschblasen. Die mich hier gerne angreifen. Warum auch immer. Das sehen aus wie Frösche. Aber es sind kleine netten Frösche. Die können genauso nervig und lässig sein wie unsichtbare Frösche, die stehenden. Ach so, für Pinsel angelangt. Obwohl, Heilkräuter, das war eine bessere Idee. Oder überlege ich anscheinend. Irgendwie und kriege ich dahin, das zu einzustellen. Yippie-hu. Na, was? Ach so, wahrscheinlich habe ich da irgendwelche Nerven rausgemacht. Die Nerven, sag ich euch. Weil die müssen immer so haarscharf im Gesicht rumfliegen. Gibt es nicht Nerviges als Fluchtfliegen? Ja, das sind Fluchtfliegen, sind immer auf der Flucht. Und das sind sie gerne, indem sie einfach direkt ins Gesicht steuern. Ja. I like it. Das würde. Und dann merke ich, oh, Sackgasse! Juhu, dann gehen wir mal da lang. Und da werden hier die Typen gespawnt, die. Ich bin hier White Brown lieben. Deswegen. Ich immer noch nicht weiß, wer soll, der hat das doch nicht so. Es gibt Rot und Brown, ja. Ich verwechsel die immer wieder. Ja, seht doch mal hin. Der dreht total am Rad. Ich meine, der dreht sich richtig um. Wie ist der jetzt? Video, der Postgegner hier. Ein alter Bekannter. Guck mal, das habe ich gemerkt. Oh, ich kann die auch da so erledigen, ohne dass sie mir das daraus machen. Und den Weg freigeschaltet. Wäre das ziemlich surreal, muss ich sagen. Und immerhin finde ich so die Aufteilung. Und das in Paar ein bisschen, naja, irritierend. Ich dachte, die 300... Ja, 300, er sagt 300, obwohl der 500 und Staffelbruch steht. Ja, das verändert sich ja jedes Mal, wenn die Juwelen einfach... Ey, Moment mal, das sind gar keine Juwelen. Jetzt bin ich wieder aufgefallen. Ist das wirklich so, dass die Juwelen, die Anzeige, die holen, dass ich ganz weit rechts ist? Diese 300, Leute, das sind die Juwelen. Und wenn er mich diesmal noch befreit, jetzt mal da vorne gerade eine einsame Ziege. Aha. Ist ja nicht so, dass es die einzige Ziege ist. Ja, ich habe echt die ganze Zeit gedacht, diese knapp 500 etwas wären Juwelen. Und hat mich dann da bei der vorigen Aufnahme nicht gewundert, warum zur Hölle diese fliegende Muckskugel da keine Feuerbälle mehr gefeuert hat. Das ist einfach, ich hatte keine Juwelen gehabt. Das kam deswegen zustande, weil ich tot gegangen bin. Gehe ich nämlich tot, verliere ich Juwelen. Ich muss aber auch sagen, das ist auch wirklich total ein Blind. Okay, jetzt ist es erstmal kein Blind. Ja, ich habe wieder Eva befreit, damit ich weiterkomme. Ist aber jetzt kein Blind mehr, so diese Folge und die andere, also Part 4 und, also Part 04 und Part 05, die sind nicht mehr blind. Deswegen weiß ich, wo ich hingehen muss und all so ein Gedöns. Ja. Das ist auch sehr herrlich. Juhu, juhu. Öffne doch mal die Schatzkiste. Die sind so schwer. Ja, wenn die Scheibe scheiße ist.
Heute, das hätte ich mir gewünscht. Hat das mal nicht im Sack? Was immer dabei. Ja, übrigens, die Dinger sind scheiße. Die greifen mich an. Diese komischen Blöcke da, die ihr seht. Und die machen Schaden. Ich muss aber nicht erwähnen, dass es keine gute ist, in die Stacheln reinzugehen, oder? Scheint irgendwo ein Himmel zu sein. Ich meine, schaut mal, im Hintergrund, das sind Wolken. Ist uns die Welt des Bösen. Also böse ist ja auch nicht aus, nicht für jetzt das Gewinn, aber sonst geht's. Anscheinend hat der Bösewicht hier eine Affinität für Rollbänder. Das würdet ihr auch beim Kampf feststellen, wenn ich kürzlich da hingekommen bin. Der war auch irgendwie scheiße zu bewegen. Aber ich hab's doch hingekriegt, okay. Übrigens, den kann ich nicht kaputt machen. Aber mit Fehlern, ja, das passiert, wenn man so durch den Wetter ist. Da kommen wir nicht weiter. Aber ich schätze mal, ich muss halt diese Eisendinger kaputt machen. Und dafür brauche ich eine spezielle Waffe, die ich nicht habe. Guck ich da jetzt? Ich weiß nicht, was ich da will. Auf jeden Fall. Oder, ach ja, oder wieder eine Fruchtfliege, juhu, dabei habe ich noch ein paar Zitronen gequetscht. Ja, Zitronen, ich liebe jetzt gerne in dem Mineralwasser Zitronen, Zitronensaft, das sehr lecker schmeckt und sehr erfrischend. Das Problem ist nur, die Fruchtfliegen lieben das Zeug ebenso. Und auch wenn man das verbundene Zeug, ja, wenn man Geld braucht, wieder eine Ziege. Keine Pferde, keine Hunde, keine Kühe, keine Schafe, nur Ziegen. Ja. Ziegen stinken übrigens. Ja, wollte ich mal gucken. Was wollte ich? Ach ja, wieder Holzreiter holen. Nein, Holzreiter habe ich gleich angewandt. Ich wollte wieder zurückgehen und mit den Leuten reden, die ich befreit habe. Deswegen das Ganze mit uns. Und diese Flupskugel da, die irritiert mich. Ich denke, erstmal, das ist ein Gegner oder ein Geschoss. Dabei ist es nur ein hilfreicher Verbündeter, so wie Fluffy. Allerdings war Fluffy weitaus nützlicher. Hatte ich später als Verräter entpumpt. Also, das war jetzt der böse Fluffy. Also, guck selbst das LP daran nicht mal an. Ich hab's ja durchgespielt. Genau, war das die Fünf, mit der ich reden wollte. Hier wurde ich unter allen Toten nachgeschaut. Es könnte sein, dass Anne der Junge etwas darunter versteckt hat. Er dachte, dass ihn niemand gesehen hat. Aber ich habe ihn beobachtet. Ja, er ist ein bisschen tarnig, ist ein bisschen schwierig jetzt. Ja. Ah ja, da kommt doch was. Na. Kommt doch was, aber. Ein bisschen rumgelaufen, weil jeder Kack macht Schlangen und so. Und quatsch ich mit der Küche. Das ist derjenige, der nicht mehr reingelassen hat. Oder? Ich werde dir ein wenig dagegen zeigen. Bitte freue mir. Ja. Wurde sie tot? Nee. Nicht wirklich. Der Region mit mir angehören. Dies ist das Haus von Dr. Lier und der Erfinder von der Tochter Lisa. Dr. Lier war ein guter Maler und so wie ein guter Erfinder. So wie Leonardo da Vinci. Er war auch ein phänomenaler Maler. Eines Tages kam der Garten und verschleppten Dr. Lier. Lisa war nie mehr die Alte. Na, ist ja wohl klar, oder? Meine, wer nimmt das so einfach hin, wenn plötzlich der Vater oder wer auch immer vom Familienmitglied einfach entführt wird? Ja, wie geht's denn jetzt? Bla 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 bla. Ja, in den Haus auf der Spitze der Klippe hängt ein Bild von Dr. Lier. Ich glaube, der Mann des Bildes Lammel gehört welches Böden. Ehrlich, Ziege, hast du neue Informationen? Das weiß ich doch schon längst. BZW, ich bin nicht so blöd. Dies ist ein Haus, das die Menschen für die Ziegen gebaut haben. Das gefällt mir nicht mehr. Ich habe extra auf dem Boden in der Nähe des Hauses gesehen. Ja, das sind Teilkräuter, aber ich habe die ja noch, also brauche ich nicht einzusammeln. Ein bisschen weiß ich hier noch. Aber ich weiß nicht, was das mit der Ziege sein soll, weil das ist einfach unnütz, weil das hat man schon vorher herausgefunden, was Sache ist.
Oh, das ist Mrs. Rotkäppchen und ihr Sohn. Sieht aus wie Mrs. Rotkäppchen. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Reinkarnation gibt. Auch wenn ich nicht mit meinem Mann reden kann, genieße ich seine Anwesenheit. Na, warst du dein Freund immer mit Ziege gewesen? Ja, versteht ihr Ziege? Warum mordet ihr einmal so zickig? Ja, Flachwitze sind flach. Und der war es immer so. Interessant finde ich, dass er immer das selbst sagt. Ob ich nun sichern will oder einfach aufgeben will. Also weitermachen oder sichern. Er sagt immer wieder: Ja, muss nicht auf, gib nicht auf, so bla bla bla. Das hat er nicht vorgehabt. Jetzt muss ich durch wieder. Mit Pinsel. Die Pinsel wieder ausrüsten, dann kommt mir nicht gut. Ja, ich werde hineingezogen. Ja, ja. Ach du scheiß Viech, ey! Hör auf hier rumzufliegen, du Mistviech! Ja, jetzt ist es eine dicke, fette Fliege. Okay, es war nicht so dick und fett, aber sie ist extrem nervig. Haben Fliegen nichts Besseres zu tun? Ach, hab nicht bemerkt, dass ich schon wieder eine Flasche bin. Haben Fliegen nichts Besseres zu tun, als zu nerven? Oder wollen sie eine geklatscht kriegen? Ich hab gesagt, verschwinde, du Viech! Hä? Hör auf zu nerven! Ja, ich... Sorry. Aber die nerven total. Jo. Ja, wollen wir mal gucken, ob die Dinger wirklich dicht sind. Ich habe den Verdacht, da muss ich wirklich nochmal hin. Das schreit ja so. Ja, hier lang. Ach du Schande, wieder diese... Ja, diese Würfel, die mich angreifen. Und... Diese Fallen da. Ich schätze, es sollen wohl Gegner sein, die hier später mit einer bestimmten Waffe besiegen kann. Kann sein, dass ich hier in Part 5 das schon erzähle. Sorry, ich weiß da nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich meine, war genau was. Ach, hier. Sein Gestöhne irritiert mich. Ich denke jedes Mal, das ist Simon Belmont. Und jetzt befreite einen Jungen, der auf der Toilette saß und scheißte. Ja, so sieht es so aus. Das sieht doch aus wie eine Toilette. So klein. Ihr wisst doch, diese kleinen Plumpsklöße. Ja, Plumpsklöße. Plumpsklöße. Was ist so ein Plumpsklöße? Ja. Ja, der Typ hat wirklich irgendeine Schwäche für sowas. Ja. Ah ja, da geht's so ein bisschen, aber da will ich noch nicht hin. Erst zum nächsten Part. Dann laufe ich da wieder zurück. Weil man will doch alle platt machen. Komm du bloß hierher, du Scheißviech, ich erschlag dich. Ich meine, wie die Fliege du mir. Wenn ihr irgendwie wusch hört, das bin ich. Ich schlag tatsächlich mit einer Shirt nach denen. Also, das eh die Wäsche muss. Weil wenn ich mit der Fliegenklatsche zuschlage, könnte ich irgendwas umreißen und sowas. Und das hier ist nicht so. Naja, nicht so effektiv. Gut. Das ist zwar eine elektronische, aber ich habe festgestellt, dass manche Fliegen so einen elektrischen Schlag einfach ganz gut wegstecken können. Besonders also das alte, was ich habe. Also die alte elektronische Fliegenklatsche, da habe ich gleich für 8 der Tulpe. Mit Fragezeichen. Haben wir nur Tulpen? Warum ein T-Shirt? Ganz einfach. Ist ein bisschen fixamer. Und wenn ich da richtig treffe, dann hat die Fliege auch nicht so lachen. Ist nicht so starr wie die Fliegenklatsche. Ich hab hier auch nicht. Ja. Und das ist wieder so eine scheiße Stelle, wo man Schaden nimmt. Und er stört tatsächlich die Zahnenbäume. Wen habe ich da wieder befreit? Wieder. Ach, ein Junge. Keine Tulpe.
Die Musik sagt schon die ganze Zeit, das ist ein gefährlicher Dungeon, du sollst dich gruseln. Wie hört sich so danach an? Und die Skippen-Rau-Typen da wieder, die wollen mich mit ihren Zahnstochern in den Kitzeln. Dann komme ich auf die Idee, ein bisschen näher ranzukommen. Naja, das ist besser für mich. Ja, sorry, ich habe mir so viel gefallen. Oh, super! Ich glaube, da bin ich jetzt langsam zum Ende gekommen. Ja, ich bin am Ende! So, das war Soul Blazer und ich bin Feuer Sadie. Ha! Und sorry, dass ich nachsprechen muss, aber die Aufnahme hat nicht hingehauen. Die war weg. Na, bis dann! Bis dann!